Ich habe gerade gelesen, dass die Bahn den ganzen Fernverkehr eingestellt hat. Deswegen freut mich, dass trotzdem so viele hier hin den Weg gefunden haben. Für mich als gebürtiger Norddeutscher ist das ein normales. Ja, für mich ist es der erste Neujahrsanfang, den ich als Kommandeur der Abteilung Süd des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe durchführen darf. Allerdings weiß ich von meinem Vorgänger und durch die Vorbereitung auf den heutigen Tag, dass dieser gemeinsame Abend eine lange Tradition hat. Er ist Zeichen für die starke Verbundenheit der Stadt Kaufbeuren und der Bundeswehr. Ich freue mich, in Zukunft hierzu meinen Beitrag leisten zu können. Aus Gesprächen mit Kameraden in Vorbereitung auf meine Rede weiß ich auch, dass der ein oder andere Vorgänger an dieser Stelle auch schon etwas länger geredet hat. Ich werde versuchen, mich zumindest bei meiner ersten Rede etwas kürzer zu halten. Damit gebühren Zeit für den Herrn Oberbürgermeister, aber auch vor allem für die Gespräche im Anschluss bleibt. Denn hier sollten wir wirklich den Schwerpunkt der Veranstaltung legen. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarchie. Sie bekommt ihre Aufträge für Einsätze durch den Deutschen Bundestag und wird durch diesen kontrolliert. Am 4. Januar dieses Jahres ist mit Philipp Jenninger ein früherer Präsident des Deutschen Bundestages gestorben. Philipp Jenninger war von 1984 bis 1988 Präsident des Deutschen Bundestages. Heute wurde zu seinen Ehren ein Staatsakt im Bundestag durchgeführt. Dies ist auch der Grund für die heute angeordnete Trauerbefragung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Jenninger als geradlinigen und verlässlichen Partner mit festen Überzeugungen und mit einem unermüdlichen Einsatz zum Wohle unseres Landes. Lassen Sie uns auch die heutige Veranstaltung in seinem Gedenken durchführen. Bevor ich gleich mit meiner Rede beginne, möchte ich zunächst auch im Namen aller weiteren Dienststellen auf dem Fliegerhaus Kaufbeuren, nämlich der Bundeswehr Dienstleistungszentrum, unserem Sanitätseinrichtung und der Feuerwehr, einige Repräsentanten des öffentlichen Lebens stellvertretend für die Anwesenden persönlich begrüßen. Würde ich alle knapp 300 anwesenden Personen einzeln begrüßen, würde es sicherlich zu lange dauern und wir hätten keine Zeit mehr für die Gespräche miteinander. Ja, vorweg begrüße ich den ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Oberbürgermeister Stefan Bosse, der im Anschluss auch noch eine Rede halten wird, sowie den Bürgermeister Ernst Holi und die Stadträte auf Kaufbeuren. Seid ihr alle recht herzlich willkommen. Aus dem Land Bayern begrüße ich herzlich den Staatssekretär Franz Tschierer und den MDL Bernhard Pohl. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich über die Teilnahme der Vertreter der umliegenden Gemeinden und begrüße stellvertretend den ersten Bürgermeister Helmut Bucher aus der Gemeinde Germeringen sowie den ersten Bürgermeister Herrn Armin Holderried aus der Gemeinde Mauerstetten. Eine besondere Freude ist es auch, die Altoberbürgermeister Herrn Dr. Andreas Knie und Herrn Rudolf Krause begrüßen zu können. Für die Geistlichkeit geht immer ein besonderer Gruß an Frau Oberin Martha Lang vom Christenzinerkloster sowie den leitenden Militärdekan Arthur Wagner vom katholischen Militärdekanat München. Stellvertretend für die Repräsentanten der Behörden, Ämter, der Justiz und Polizei begrüße ich Herrn Walter Flier von der Servicestelle Bayerische Staatskanzlei, die Direktorin des Amtsgerichts Kaufbeuren, Frau Rita Ostbried, den Amtsleiter des Finanzamtes Kaufbeuren, Herrn Ludwig Bachmann und Herrn Polizeirat Thomas Mayer aus Kaufbeuren. Für alle Gäste aus der Industrie und Wirtschaft heiße ich Herrn Stefan Spinkert von der IHK Schwaben und Herrn Philipp Erwin von der Leyen vom VBW Schwaben herzlich willkommen. Für den Bereich der Bundeswehr freue ich mich über die Teilnahme von Vertretern von meinen vorgesetzten Dienststellen, Herrn Oberst Gerhard Rivera und vom Luftwaffen-Truppenkommando und Herrn Oberstleutnant Ralf Kaumanns vom Technischen Ausbildungszentrum. Für die umliegenden Verbände heiße ich Herrn Oberst Stefan Schmidt-Stecke vom Waffensystemunterstützungszentrum 1
und Herrn Andreas Lagona von der Schule ABC Abwehr und gesetzliche Schutzaufgaben stellvertretend ganz herzlich willkommen. Für die Reservisten und Ehemaligen begrüße ich Herrn Oberstleutnant der Reserve Stefan Schopf vom Kreisverbindungskommando, Herrn Haufel der Reserve Karl Wilhelm Helmer, den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Soldaten und Veteranen und Herrn Armin Bader, den Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Kaufbeuren. Für die ehemaligen Kommandeure aus Kaufbeuren begrüße ich Herrn Oberst AD Richard Drechsel. Nicht vergessen möchte ich auch die Mitarbeiter der Presse vom Bayerischen Rundfunk und Neues RSA Radio, der Allgäuer Zeitung und dem Kreisboten ganz herzlich willkommen heißen. Sollten mir bei dieser Begrüßung Fehler unterlaufen sein, bitte ich das zu verzeihen. Das ist das erste Mal, dass ich dieses mache. Ich verspreche im nächsten Jahr dann diese Fehler zumindest zu vermeiden. Nicht vergessen möchte ich, und deswegen auch schon an dieser Stelle, all denjenigen zu danken, die diesen Neujahrsempfang möglich gemacht haben. Zunächst geht mein Dank dem Personal für Organisation und Service, die nicht nur im Vorfeld die Arbeit hatten, sondern auch heute werden wir es genießen dürfen. Dann möchte ich dem Klarinettentrio des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr unter Leitung von Oberstaffelhöhl Schwendemann ganz herzlich danken. Für das Kulinarische bei dieser Veranstaltung ist die Küche der Klinik Kaufbeuren Ostallgäu verantwortlich. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, klassischerweise nutzt man einen Neujahrsempfang, auf das letzte Jahr zurückzublicken, zu bilanzieren und einen Ausblick auf das kommende zu wagen. Diesem Ansatz will ich ebenso grundsätzlich folgen, auch wenn ich persönlich die meisten Ereignisse aus dem Jahr 2017 in Kaufbeuren nicht mehr sicherheitspolitisch war 2017 kein einfaches Jahr. Die Komplexität unseres geopolitischen Umfeldes ist im letzten Jahr weiter gestiegen. Dazu beigetragen hat auch, dass mit der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Jahr über 2017 auch die Berechenbarkeit und die Verlässlichkeit unseres wichtigen Partners USA ein Stück nachgelassen hat. Zwar hat sich der amerikanische Präsident letztlich zur NATO bekannt, allerdings hat zum Beispiel die Anerkennung von Jerusalem als israelische Hauptstadt durch die USA Ende 2017 zur Destabilisierung der Lage im Nahost beigetragen und den Friedensprozess dort erheblich geschwächt. Die Europäische Union reagierte in 2017 bereits auf die Veränderungen im sicherheitspolitischen Umfeld mit ersten Schritten hin zu einer Verteidigung. Im Rahmen der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, kurz auch als PESCO bezeichnet, wurde die engere militärische Zusammenarbeit in 17 ausgewählten Projekten beschlossen. An dieser Kooperation nehmen neben Deutschland 24 weitere Staaten teil. Unter anderem soll beispielsweise ein gemeinsames militärisches Kommando aufgebaut werden und ein europaweites Netz von logistischen Drehscheiben entstehen. Gemeinsame Beschaffung von Großgerät soll zukünftig die Effizienz im Rüstungsvorhaben erheblich steigern. Der internationale Terrorismus und auch der Kampf gegen diesen bestimmten über weite Strecken auch im Jahr 2017 wie in den Jahren zuvor die Schlagzeilen. Zwar ist es gelungen, den IS im Irak und Syrien zurückzudrängen, jedoch werden durch die Terrormiliz nach wie vor Anschläge geplant und leider auch ausgeführt. Die Bundeswehr leistet ihren Beitrag zum Kampf gegen den IS, weiterhin mit Luftfahrzeugen zur Betankung und zur Aufklärung. Aufgrund eines im letzten Jahr zunehmend angespannten Verhältnisses zwischen Deutschland und der Türkei wurden die Flugzeuge vom türkischen Standort Incirlik nach Al-Asrak in Jordanien verlegt. Inwieweit der deutsche Beitrag gegebenenfalls aufgrund der Fortschritte im Kampf gegen den IS reduziert werden kann, steht derzeit ganz aktuell in der öffentlichen Diskussion. Gleiches gilt auch für die Ausbildungsmission der Bundeswehr im Nordirak. Leider keine Verbesserung der Situation gibt es in Afghanistan. Hier sind die afghanischen Sicherheitskräfte nach wie vor nicht in der Lage, ohne ausländische Hilfe eine akzeptable Sicherheitslage im gesamten Land zu garantieren.
Die USA haben daher entschieden, ihre Truppen in Afghanistan wieder aufzustocken. Deutschland überlegt aktuell, diesen Schritt auch zu folgen. Auch in Mali gibt es noch viel zu tun, um die Sicherheit im gesamten Land zu gewährleisten. Dort hat Deutschland 2017 seine Truppen bereits aufgestockt und unter anderem Kampf- und Transporthubschrauber vor Ort stationiert. Der bislang nicht abschließend geklärte Absturz des Hubschraubers vom Tiger hat uns vor Augen geführt, dass militärischer Flugbetrieb im Einsatz auch immer mit Risiken verbunden ist. Der Einsatz von Soldaten wird im äußersten Fall auch mit dem Leben bezahlt. Aber auch in unserem direkten Umfeld hat sich die Sicherheitslage nicht positiv entwickelt. Als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und einer fortgesetzten Destabilisierung der Ukraine hat die NATO bereits 2016 beschlossen, jeweils ein multinationales Bataillon in den baltischen Staaten von Polen einzusetzen. Seit Anfang 2017 sind die sogenannten Battle Groups mit jeweils rund 1000 Soldaten zur Ausbildungs- und Übungszwecken und als Abschreckung in den baltischen Staaten stationiert. Deutschland hat dabei die Führung der Battle Group in Litauen übernommen. Darüber hinaus haben die Bedrohungen aus dem Cyberraum zur Erhöhung der Komplexität unseres Sicherheitsumfeldes beigetragen. Cyberangriffe auf Staaten und deren Infrastruktur sind schon längst keine Fiktion mehr. Auch die digitale Infrastruktur der Bundeswehr oder deren Waffensysteme können Ziele von Cyberattacken werden. So zählte die Bundeswehr mehr als 4.500 digitale Angriffe auf ihre Systeme täglich. Gerade der Cyberraum zeigt aber auch, dass innere und äußere Sicherheit nicht immer voneinander zu trennen sind. Hier hilft nur eine verstärkte Zusammenarbeit aller Sicherheitsakteure. Die Bundeswehr hat auf die Herausforderungen, die aus den Bedrohungen aus dem Cyberraum entstehen, reagiert. Bereits existierende Einheiten mit entsprechender Expertise wurden im Juli 2017 in einen neuen sechsten militärischen Organisationsbereich gebündelt. Im Cyberinformationsraum der Bundeswehr, kurz CIA. Neben dieser organisatorischen Änderung hat die Bundeswehr insbesondere durch die Einladung von drei sogenannten Trendwenden auf das geänderte Sicherheitsumfeld reagiert. Die Trendwenden, die Trendwende Haushalt, die Trendwende Material und die Trendwende Personal zeigten im letzten Jahr eine erste Wirkung, sind auch nach außen erkennbar geworden. So ist der Personalbestand der Bundeswehr zum ersten Mal seit über 25 Jahren wieder gestiegen. Bis 2024 sollen wieder knapp 200.000 Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst in den Streitkräften leisten. Mehr Material und mehr Personal führten in der Folge aber auch dazu, dass ein erhöhter Bedarf an Ausbildung besteht. Denn nur wenn es gelingt, gut ausgebildetes Personal für alle Aufgaben der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, können die eingeleiteten Trendwenden erfolgreich sein. Ausbildung steht im Fokus vieler Überlegungen bei der Bundeswehr. Die Abteilung Süd des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe leistet hierzu seit über 60 Jahren seinen verlässlichen Beitrag im Rahmen der technischen Ausbildung am Standort Kaufbeuren. Auch 2017 konnte die Abteilung Süd mit engagierter und qualitativ hochwertiger Ausbildung überzeugen. Dabei wurden in 320 Lehrgängen und 104 ist die verschiedenen Lehrgangstypen, mehr als 2300 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Diese sind beeindruckende Zahlen. Wir erwarten jedoch, dass sie im Jahr 2018 noch höher liegen werden. So ist statt der durchschnittlich 350 Schüler pro Tag die Prognose für den November bei bis zu 600 Schülern und Schülerinnen. Ein weiterer Beleg für die Professionalität und fundierte Ausbildung ist die im Kaminzimmer ausgestellte Prinz-Heinrich-Preis des Luftwaffen-Truppenkommandos, mit dem das Technische Ausbildungszentrum in 2017 ausgezeichnet wurde. Er ist Ansporn, unsere Ausbildung auf dem hohen erreichten Niveau zu halten und wo immer möglich auch noch weiter zu verbessern. Eingangs erwähnte ich bereits die enge Verbundenheit der Bundeswehr mit der Stadt Kaufbeuren. Dies wurde auch im vergangenen Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen und gemeinsamen Aktionen hochgehalten.
sei es während der Drohnenkonferenz im Februar, dem Flugplatzkonzert im Juli oder die sicherheitspolitischen Vorträge in Kooperation mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Obwohl ich selbst erst seit gut 2 Wochen am Standort Kopfbauern bin, habe ich schnell feststellen können, dass sich die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr hier in Kaufbeuren sehr wohl fühlen und die Stadt Kaufbeuren in eine wahre Heimat ist. Ein Ausdruck unserer Dankbarkeit für diese hervorragende Integration ist unter anderem die Aktion Helfen macht Schule, mit der die Abteilung Süd insbesondere soziale bzw. wohltätige Projekte in der Region fördert. 2017 konnten auf diesem Wege wieder einige Projekte finanziell unterstützt werden. Und wir wollen auch zukünftig gerne an dieser Aktion festhalten. Bevor ich gleich zum Schluss komme, möchte ich noch auf 2 Ereignisse des letzten Jahres am Fliegerhaus Kaufbeuren eingehen. Da war zunächst, gleich zu Beginn, die Übernahme der lehrgangsgebundenen Ausbildung im Bereich der militärischen Flugsicherung durch die Kaufbeuren ATM Training GmbH, kurz CAT. Noch wird auf dem Gelände des Fliegerhauses ausgebildet. Wer aber vorhin beim Betreten der ORG nach rechts geschaut hat, konnte dort die in 2017 begonnenen Arbeiten an dem Campus für die Ausbildung des Flugsicherungspersonals sehen. Diese Arbeiten schreiten sichtbar voran und sollen im nächsten Jahr beendet sein. Die Ausbildung selbst ist gut angelaufen und wie der Geschäftsführer, der Joachim Keck, bei dem ersten Neujahrsempfang der CAT in der letzten Woche hier an derselben Stelle betonte, wurde die Ausbildung durch die Lehrgangsteilnehmer selbst mit selben betont. Zum Zweiten konnte Ende 2017 das Jubiläum 60 Jahre technischer Ausbildung der Luftwaffe in Kaufbeuren gefeiert werden. Am 16. Dezember 1957 wurde der Flieger Horst Kaufbeuren in einem militärischen Zeremoniell durch die Technische Schule der Luftwaffe übernommen. Seitdem hat sich viel getan. Die Waffensysteme, an denen ausgebildet wird, sind immer komplexer und technisch anspruchsvoller geworden. Die Ausbildung hat sich diesem Wandel angepasst. Ausbildungsmethoden und Ausbildungstechniken haben sich entsprechend mitverändert. So konnte die Ausbildung stets auf einem qualitativ herausragenden Niveau gehalten werden. Wir können heute mit Stolz auf diese 60 Jahre technische Ausbildung in Kaufbeuren zurückblicken. Diese 60 Jahre begründen eine Tradition, die uns auch zukünftig Orientierung und Identifikation für unser Selbstverständnis sein kann. Ja, sogar sein sollte. Sie ist Verpflichtung und Kompass zugleich für das eigene Handeln. Diese 60-jährige Tradition wollen wir lebendig halten, denn durch sie können wir mit Zuversicht die vor uns liegenden Herausforderungen angehen. Dabei wollen wir auch stets das Motto unserer Abteilung Süd, modern, flexibel, effizient, kameradschaftlich und fair mit Leben füllen. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne freue ich mich auf die vor uns liegende Zeit und vor allem auf die Zusammenarbeit mit Ihnen am Standort Kaufbeuren. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2018. Ich persönlich wünsche mir, dass wir von der Abteilung Süd Kaufbeuren noch sehr lange unsere Heimat nennen dürfen.